Moin, Montagmorgen, kurz vor 8. Es ist der Extratag unserer Challenge. Wir tauschen unseren Tesla gegen den Opel Corsa e. Heute gebe ich den Wagen zurück. Ich habe ihn hier gerade mal angeschlossen an den CCS-Lader und das Ganze geht gut. Bisschen schade, dass ich die Ladegeschwindigkeit nicht sehen kann. Aber wir haben gesehen, er kann ja schnell laden. Das haben uns andere Säulen angezeigt. Also wir geben den Wagen heute zurück. Ihr könnt dabei sein, wenn ich mich gleich mit Ralf und Lea um 10 Uhr treffe. Ja, ich bin hier jetzt beim Opel Autohaus Orlea in Bremen-Blumenthal angekommen. Ich habe den Wagen jetzt komplett vollgeladen. Er zeigt 260 Kilometer Reichweite an. Am Anfang hat er 270 angezeigt, nach einem Kilometer dann 260. Wahrscheinlich meint er 269. Und der Ralf, der steht da schon. Und ich glaube, das sieht alles so aus, als will der den Wagen zurücktauschen. Und der hat ihn sogar sauber gemacht, im Gegensatz zu mir. Ich habe ja seinen Wagen, also ihr habt es ja gesehen, der ist jetzt völlig verbeult und verhunzt, wer den jetzt kauft. Aber vielleicht ist er jetzt mehr wert, weil ich ihn gefahren habe. Moin Ralf. Moin Moin, hallo Dennis. Herzlich willkommen bei uns im Autohaus. Ja, na, wie war es mit dem Tesla? Ja, irre. Tierisch Spaß gemacht, das Auto, sag ich mal. Brachiale Leistung, sag ich mal. Sämtlicher Komfort. Tolle Ladeinfrastruktur, wirklich. Und du hast, nichts gegen zu sagen. Du hast uns ein Fazitvideo gemacht. Also ja. Du hast den Wagen richtig auseinandergenommen. Ja, ein bisschen habe ich es auseinandergenommen. Ich habe natürlich so auf Herz und Nieren mal getestet, weil es wird ja immer gesprochen, dass die Qualität nicht gut sein soll von diesem Auto. Das verraten wir jetzt nicht. Das seht ihr im nächsten Video, was dann veröffentlicht wird. Da nehmen wir gleich nochmal das Fazit zu auf. Aber jetzt wollen wir erstmal den Opel zurückgeben und ein bisschen noch über den Opel sprechen. Klasse. So. Ja, wir haben uns hier ein lauschiges Plätzchen gesucht und jetzt wisst ihr auch, warum unter den Videos ständig steht, Produktplatzierungen sind in dem Video enthalten. Also wir machen natürlich keine Werbung, ich kriege da auch kein Geld für. Ich schreibe das da immer rein, damit mich keiner hochnimmt, weil die Leute, du kannst eine Abmahnung kriegen im Internet, wenn du da Dr. Pepper zeigst. Und jemand sagt, das ist doch Werbung, das ist ein werbeähnlicher Inhalt. Ja. Also deswegen ist das immer eingeblendet. Das heißt längst nicht, dass ich da Geld für kriege. Ralf, lass uns mal über die Woche sprechen mit dem Opel. Ja. Wie fandst du es so? Du hast die Videos verfolgt. Habe ich den Wagen zu schlecht gemacht oder war ich fair? Nein, ich würde sagen, das war eine faire Bewertung, sag ich mal, des Fahrzeuges. Auch diese Geschichte mit den Reichweiten und so war toll gemacht, sag ich mal. Das ist auch nochmal ein anderer fährt, das Auto. Den anderen Fahrstil hat und da konnte man auch ganz klar sehen, dass das ein Auto ist unserer Zeit, sage ich mal, und dass man das voll einsetzen kann und gegen Verbrenner tauschen kann. Ja, ich fand, das kam dabei auch raus, aber das Fazitvideo, das soll eigentlich noch folgen. Aber viel wichtiger war mir, dass ihr euch einen realistischen Eindruck machen konntet, wie das mit so einem Auto ist. Und so eine Kurzreview, die kann ja den Alltag gar nicht richtig abbilden. Ja, sehe ich auch so. Auch solche Sachen, wie zum Beispiel, als wenn es einkaufen war, mal das Kofferraumvolumen zu testen, sage ich mal, was kriege ich da rein, wie gehe ich mit dem Ding um, diese Geschichte mit den Ladekabeln, dass man da keine Tasche für hat, um das wegzustecken. All diese Sachen kommen natürlich nur in so einem Langzeittest eigentlich raus. Jetzt habe ich hier noch ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt, die ich jetzt weitergebe, einfach an den Ralf und Lea. Ralf. Ja. Wartungskosten. Meine Erfahrung ist, von Hyundais, die ich ja bei mir laufen habe, da kommt nicht viel zusammen. Genau. So sieht das bei uns auch aus. Leider ist das so für unsere Werkstätten. Wir müssen uns da in den kommenden Jahren noch einstellen. Wahrscheinlich werden wir auf anderen Hochzeiten tanzen, sagen wir, und damit unser Geld verdienen. Aber wenn erstmal die Masse an Elektroautos da ist, dann wird sicherlich auch da einiges kaputt gehen. Also ganz ohne Werkstatt wird es nicht mehr gehen. Aber zum Corsa nochmal, der muss also nur alle 2 Jahre zur Inspektion, das Auto. Die Inspektion kostet 150 Euro in etwa mit Bremsflüssigkeitswechsel.
Und zu dem Zeitpunkt werden wahrscheinlich Updates ausgespeckt, werden die Reifen sich angeguckt, die Bremsbeläge und solche Geschichten, um da auch nochmal sicher zu gehen, dass das Auto weiterläuft. Aber ansonsten ist natürlich viel weniger Wartung als in einem Verbrenner. Also die Protokolle, die ich bisher gesehen habe von E-Autos, waren Kontrolle, 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 Bremsflüssigkeit. Genau, so sieht es aus, bei uns auch. Also da ist nicht so viel dran zu warten. Allerdings ist natürlich auch ein Elektroauto, da kann auch der Klimakompressor kaputt gehen. Ja, sicherlich. Da gibt es auch Teile, die defekt gehen können. Ja, das haben wir so auch schon in der Erfahrung und unseren Elektroautos gehabt, sag ich mal, dass halt die Klimakompressoren tatsächlich kaputt gehen sollen. Weil wir haben auch schon mehrere ausgewechselt, weil diese laufen ja teilweise auf 300-400 Volt, sind vorhin nicht so ausgereift, sag ich mal, und haben wir also schon öfter mal gewechselt. So ein Corsa E, den bekommt man jetzt abzüglich der Förderung für um die 24.000 Euro, wie wir ihn jetzt da hatten. Jetzt haben wir die Förderung von 9.000 Euro. Wenn ich den Wagen jetzt bestelle, hast du im ersten Video gesagt, hat er 9 Monate Lieferzeit. Richtig. Kriege ich dann die Förderung auch noch? Die kriegst du auch noch. Die ist ja bis 2021 festgelegt. Das Einzige, wo man eventuell ein bisschen weniger bekommt, ist halt, dass die Mehrwertsteuer auf 19% hochgezogen wird am Ende des Jahres. Bis dahin können wir nicht liefern, es sei denn unseren Vorführwagen, den wir hier haben, der würde in den Genuss noch reinkommen sozusagen, um diese 3% zu sparen. Jetzt haben einige Leute ja gesehen, den Vorführwagen, er läuft. Kann man den jetzt konkret kaufen, das Modell? Den kann man konkret kaufen, aber da die Lieferzeiten noch dauern von diesem Fall, möchten wir den ganz gerne noch bis Dezember behalten. Und dann wird das Auto frei. Und ich vermute auch, dass wir den noch dieses Jahr verkaufen werden. Das heißt, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich nehme den so Ende des Jahres, würdest du den abgeben? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen dann einen Liefertermin festlegen. Aber wir müssen das Auto einfach zeigen, sage ich mal, weil ständig Leute kommen, sage ich mal, um das Auto sehen wollen und erfahren. Die Leute bestellen ja auch das Auto. Es ist ja nicht so, dass da keiner kommt und das Auto nur fährt, sage ich mal, und nicht kauft. Ja. Wie sieht das aus mit der Garantie, hat noch jemand gefragt. Bietet Opel auch Garantie? Ja, natürlich. Es ist wie beim normalen Fahrzeug auch. 2 Jahre Garantie drauf mit dem Auto. 2 Jahre Gewährleistung. Garantie. Garantie. Garantie, ja. Und diese Geschichte mit der Batterie soll 8 Jahre andauern. Also 8 Jahre auf die Batterie. Das ist ja mittlerweile üblich bei allen Herstellern. Genau. Ja. Ja, du bist ein Autohersteller, hätte ich jetzt fast gesagt. Du bist ein Autohändler. So du bist kann man ein sehen. Autohändler, ja, der genau. Bock hat auf E-Mobilität. Richtig, die Leute genau. haben ja auch gleich gesagt, ey, der ist ja sympathisch bei dem ersten Video. Das sieht man jetzt auch, wenn du den Tesla checkst in dem Video und kommst gut rüber. Der ist wirklich so nett, der war schon immer so nett und hat auch Bock auf E-Autos. Erzähl mal, wenn jetzt jemand sich ein E-Auto kaufen will und sagt, der Ralf und Lea ist mir sympathisch, wie geht das bei dir? An wen soll der sich wenden? Also bei der E-Mobilität immer an mich persönlich. Ich habe geschulte Verkäufer, aber möchte immer den Erstkontakt mit dem Kunden selber haben, um einzuschätzen, wie viel Beratung er braucht. Wenn es dann halt von ganz unten anfängt, dann mache ich das ganz gern selber und gebe das an den Verkäufer weiter. Aber wenn sich jemand für so ein Elektroauto interessiert, dann bitte an mich wenden und ich werde das dann weiter mit Verträgen und so weiter an die Verkäufer weitergeben. Kommen wir noch mal ein bisschen mehr rein hier, so ist es glaube ich besser. Hast du für die Zuschauer, die jetzt das Video hier gesehen haben, die Videoserie, und jetzt konkret sagen, sie wollen jetzt kommen zu dir, hast du ein Bonbon für die? Ja, habe ich. Ich würde also, wenn jemand sagt Tesla gegen Corsa, dann würde ich ihm mein Ladekabel dazugeben, was ja beim Corsa nicht dabei ist, also das große Ladekabel, und die Erstinspektion kostenlos dazugeben. Das ist doch ein Deal. Ist ein Deal, ja. Ja, also wenn ihr jetzt euch einen Corsa kaufen wollt und ihr kommt aus dem Großraum Bremen, dann aber bundesweit würdest du auch machen, oder? Ja, das muss man sehen, sage ich mal, inwieweit das dann für den Käufer tragbar ist, weil es ist ja auch nur ein Transport zu bewerkstelligen, sage ich mal. Das können wir natürlich alles machen, das machen wir auch, aber es ist natürlich mit etwas erhöhten Kosten. Aber der Großraum Bremen, hier sind deine Kunden, du willst jetzt nicht aus ganz Deutschland Kunden haben. Ja. Also sind so um die 50 Kilometer um unseren Kirchturm rum, würde ich mal sagen. Ja.
Also dann könnt ihr euch gerne an den Ralf Olea wenden. Der hat dann noch ein kleines Bonbon für euch, wenn ihr euch als outet als Zuschauer meines Kanals. Ja, Ralf, was ist sonst noch so zu sagen? Was hast du noch auf dem Herzen? Du hast die Woche ja auch irgendwie verfolgt und für dich was spannend. Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach so, dass diese Angst vor der Elektromobilität den Leuten genommen werden muss. Und mit diesem Auto, was wir jetzt bekommen haben von Opel, ist es ein Fahrzeug, was wirklich jeder nutzen kann. Man braucht keine Angst zu haben, in irgendeiner Weise mit dem Auto liegen zu bleiben. Das Auto ist einfach für jeden Tag gemacht. Das hat man auch bei Dennis gesehen. Und die Ladeinfrastruktur ist sicherlich noch ein bisschen holprig, aber es geht, sag ich mal. Man kann an vielen Säulen jetzt schon auch schnell laden. Und was ich fand, was die Woche gezeigt hat, Laden wird total überbewertet. Ja, Laden wird überbewertet, auf jeden Fall. Ich sage immer, bei den normalen Kunden, die eine Stunde am Tag fahren vielleicht, maximal machen nur eine halbe Stunde mit so einem Auto und der Rest steht da rum. Das heißt also, 23 Stunden steht so ein Auto am Tag rum, eine Stunde wird gefahren. Da kann man zu Hause, wenn die Möglichkeit besteht, immer laden, sage ich mal. Also Stecker ranmachen und das Auto ist nächstes Mal wieder vollkommen. Ich bin 1000 Kilometer gefahren. Und guck mal, wie oft wir geladen haben in dieser Woche. Ja. Wir hatten eigentlich fast zu wenig Begegnungen mit der Ladeinfrastruktur, um das richtig mal ausgiebig testen zu können. Ja. Gut, einmal hat das nicht funktioniert, warum auch immer. Das kann man manchmal auch, das ist auch meine Erfahrung so, das kann man manchmal nicht eruieren. Ja. Also es hat sich da unheimlich viel getan, sag ich mal, was die Technik angeht von diesen Autos. Als ich angefangen bin mit Elektroautos, da hatten die eine Reichweite von 50 Kilometern. Da hatte man immer dieses, ja, wenn du irgendwo angekommen bist, dann musst du direkt das Auto reinstecken, damit du wieder weiterfahren kannst. Heute ist das total cool und locker, sag ich mal. Man setzt sich in das Auto rein und fährt los, sag ich mal. Bei 300 Kilometer Reichweite, sag ich mal, da fährt man die ganze Woche hier im Bremer. Da müssen manche Leute gucken, dass sie alle 14 Tage mal ihr Auto laden. Ja. Und dann an den Schnellladern, wie gesagt, ich hatte ihn heute Morgen dran, da ist er in einer Stunde, dann ist er voll. Voll, voll. Ja. Also auch diese Geschichten, mein Sohn wohnt 600 Kilometer entfernt. Wer 600 Kilometer fährt, der braucht auch eine Pause, sag ich mal. Und in dieser Pause kann man das Auto wunderbar laden. Also zwischen 30 und 40 Minuten und dann kann man den Rest der Strecke hinter sich bringen. Also das geht. Das geht auch mit ab der Reichweite von 250 bis 300 Kilometer. Ist für mich ein E-Auto-Alltagstauglich. Ja. Und man hat das ja gesehen, ich habe mich gestern reingesetzt und bin einfach losgefahren. Ich wusste, weil ich das durch 3 Jahre Erfahrung gelernt habe, auf dieser Strecke gibt es Ladesäulen. Das wusste ich. Also wir haben gezeigt, dass mit dem Aufladen ist alles gar nicht so ein Problem. Man findet schon Ladesäulen. Ja. Und das hat sich, als ich vor 3 Jahren hier im Blumenthal die erste Säule gebaut habe, da gab es nichts hier. Und mittlerweile haben wir echt 5, 6, 7, 8 Ladesäulen hier im Umkreis. Ja. Also es hat sich deutlich erweitert, sag ich mal. Und auch diese Geschichte, das kann man bei dir am Geschäft sehen, sag ich mal, dass die Leute da teilweise hinfahren, um einzukaufen, wo auch die Säule ist, sag ich mal. Wo man da bequem tanken kann bzw. laden kann, ist das immer ein Riesenvorteil. Also ein Einkauf dauert ja auch manchmal eine Stunde, sag ich mal. Ja. Und dann ist das Auto schon wieder zum großen Teil geladen. Ja, Ralf, das soll es gewesen sein für die Woche. Wie gesagt, die Tage kommen noch ein Video, wo Ralf mein Tesla Model S checkt. Ja. Könnt ihr euch darauf freuen. Ja. Und dann kommt noch mein Fazitvideo, was ich von dem Auto halte. Und ich werde die Woche noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Und danke, dass ihr dabei wart. Also das ist mir jetzt wirklich wichtig, dass ich mich bei euch bedanke, weil ich habe ja auch durch euch über das Auto was gelernt. Das soll es hier gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt auch für dieses Video natürlich einen Daumen hoch geben und ihr könnt den Kanal auch abonnieren. Und vielleicht machen wir so einen Test nochmal. Ja, das gerne. Hat mir einen Spaß gemacht. Was mich freuen würde, wenn der Mokka X kommt, oder der Mokka, kommt ja als erstes Elektroauto, wenn du den dann für uns testen würdest, würde ich mich freuen. Ja, mal gucken, was meine Zeit so hergibt. Also, bis dann. Mein Name ist Dennis Wittus, das ist Ralf Olea. Also, bis dann und tschüss. Tschüss. Ja, cool.